Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin's, eure Paula von The Book A Day TV. Heute mit dem Buch Die Glücksbäckerei, geschrieben von Catherine Littlewood. In diesem Buch geht's um ein Mädchen, Rose, und die hat eine sehr, sehr böse Tante, die ein magisches Kochbuch gestohlen hat. Und das will sie natürlich wieder zurückerobern. Dafür reist sie mit ihrem sprechenden Kater nach Paris, um an einem Kochwettbewerb teilzunehmen, um ihre Tante zu besiegen. Ob das klappt oder nicht, das verrate ich euch jetzt natürlich nicht. Dafür müsst ihr das Buch selbst lesen. Habt viel Spaß mit dem zweiten Band, ich kann es nur empfehlen. Mein zweiter Tipp für heute, Die Schule der magischen Tiere, geschrieben von Margit Auer. Wirklich ein ganz, ganz spannender Teil, denn in diesem Band geht's um ein großes Unglück, was passiert, da die magischen Tiere versteinert werden und aussehen wie ganz normale Kuscheltiere. Auf jeden Fall wollen die Schüler ihre Tiere natürlich wieder zurückhaben und wie sie das anstellen, könnt ihr selbst nachlesen. Kann ich nur empfehlen, ein ganz, ganz spannender Band, sehr lustig. Und wenn ihr es schon gelesen habt, schreibt doch in die Kommentare, wie ihr es fandet. Nun mein drittes und letztes Buch für heute, Plötzlich unsichtbar von Liz Kessler. In diesem Buch geht es um die Jazz, die mitten im Unterricht merkt, dass ihr Arm verschwindet und dass sie Superkräfte besitzt. Doch eines Tages geraten ihre Freunde in Schwierigkeiten und dann ist jetzt natürlich die Frage, ob sie sie retten kann mit ihren neuen Fähigkeiten. Ob das passiert, das müsst ihr schon selbst lesen. Das war's jetzt für heute und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Bis nächstes Mal. Tschüss. What?